Gigantische illegale Müllberge. Tonnen gefährlicher und krebserregender Abfälle. Diese Aufnahmen stammen aus Deutschland. SternTV hat sie vor 2 Wochen gemacht. Wir wollen herausfinden, wie kann das sein? Und suchen die Verantwortlichen. Startpunkt unserer Reise, Norderstedt in Schleswig-Holstein. Hier treffen wir Michael Billig. Der Journalist recherchiert seit Jahren zu illegalen Mülldeponien in Deutschland. Er will uns einen besonders krassen Fall zeigen. Wir ziehen Schutzkleidung an. Billig sagt, das sei unerlässlich. Was könnte denn passieren, wenn man ohne Anzug und vor allem Maske auf so eine Deponie geht? Im schlimmsten Fall atmet man irgendwelche chemikalienschädlichen Substanzen ein oder kommt damit in Berührung. Gegen das ganz üble Zeug würde das jetzt hier auch nicht helfen. Und was ist der Plan? Wir haben jetzt eine kleine Klettertour vor uns. Ja? Und wir sollten sehr vorsichtig sein. Okay, Sie gehen voraus oder? Ich gehe mal voraus, ja. Ein Meter hoher Zaun schirmt die illegale Mülldeponie ab. Der erste Blick zeigt, nichts ist hier fachgerecht entsorgt. Es liegen etliche Kanister rum. Irgendein Regulator verursacht schwere Verätzungen. Glaube ich zum Beispiel, würden unsere Handschuhe auch nicht viel helfen, wenn wir damit in Kontakt kommen. Also das sollte auf keinen Fall auch hier so rumliegen. Der illegale Müllberg türmt sich etwa 10 Meter hoch. Was liegt denn hier für Müll rum? Im Grunde alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Also jede Menge Plastik, Schaumstoffe, Matratzen, Kanister, ganz viel von Baustellen, asbesthaltige Abfälle, Fasern von Mineralwolle, krebserregende Stoffe. Ah, geht, hält alles gut. Oh, scheiße, ey. Hier drauf? Ja. Wir wollen uns einen besseren Überblick verschaffen, klettern nach oben. Der Müllberg ist instabil, man droht einzubrechen. Großer Schritt über das Metall. Ja. Von der Spitze des Müllbergs wird das ganze Ausmaß sichtbar. Schätzungsweise knapp 30.000 Tonnen Müll, darunter gefährliche, krebserregende Stoffe. Wir entdecken Abfälle aus ganz Deutschland. Hier hat man zum Beispiel so einen Leitsordner. Da steht Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse. Meine Erfahrung ist, dass solche Entsorger Material bundesweit akquirieren, um es dann an solchen Orten zu verklappen. Scheint sich für die zu lohnen. Denn was hier passiert, hat System. Dubiose Firmen versprechen, gegen Geld Sondermüll fachgerecht zu entsorgen. Beispielsweise gefährliche Abfälle von Baustellenfirmen, Krankenhäusern oder Industriebetrieben. Diese Firmen bezahlen den Entsorger für die Abnahme ihres Mülls. Doch statt Müll fachgerecht zu entsorgen, laden Kriminelle ihn auf illegalen Deponien ab. Hunderte dieser Deponien soll es in Deutschland geben. Ein Millionengeschäft. Auch der Norderstedter Betreiber hat Abfälle nicht entsorgt, sondern sie nur angehäuft. Er ist untergetaucht, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Besonders problematisch, der gefährliche Müll liegt in einem Wohn- und Industriegebiet. Nachbar ist die Autorecyclingfirma Kiso. Chef Tim Kiso stört nicht nur der Anblick. Ja, wir machen uns schon Gedanken darüber, gerade bei Fasern, die sich im Körper festsetzen. Wenn wir jetzt ein paar Jahre im Voraus denken, wer weiß, was da noch so kommt. Und da macht man sich schon seine Gedanken, was für gefährliche Stoffe da wohl liegen mögen. Und keiner kümmert sich drum. Der Müll liegt hier illegal und die Behörde weiß es. Zuständig ist das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein. Es hat ein Gutachten im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Darin steht: Aus Vorsorgegründen sollte eine Räumung erfolgen. Eine Gefährdung durch abgewehte Mineral- und Asbestfasern sowie Schimmelpilzsporen ist nicht auszuschließen. Trotz gutachterlicher Warnung will das Amt das Gelände nicht vollständig räumen. Es teilt uns mit: Die faserhaltigen Abfälle an der Oberfläche werden abgetragen. Als erste Schritte sind die beschriebenen Maßnahmen gut geeignet. Winfried Günnemann vom Bund für Umwelt und Naturschutz hat dafür kein Verständnis. Man schüttelt nur den Kopf. Mich ärgert die Ignoranz. Mich ärgert, dass Behörden träge sind und nichts tun. Nachdem der Gutachter selber sagt, das ist eine Durchmischung in dem ganzen Haufen. Da reißt das Zeug los, das staubt, verteilt sich in der Umwelt. Das geht doch nicht. Illegale Müllhalden vor den Augen der Behörden und Verantwortliche, die untertauchen. Das ist auch in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Seit Jahrzehnten lagert mitten in der Natur gefährlicher Müll. Wir suchen einen Zugang zum Gelände. Wir laufen bis da vor zum Baum und gehen dann links aufs Gelände drauf. Da gibt es auch Zäune, die so niedergedrückt sind.
Der Weg führt uns über ein Feld. Bereits hier entdecken wir erste Spuren, die uns zu der versteckten Deponie führen. Ah, das heißt, dass hier Tonnen an Müllbergen sind, auf denen schon wieder Grün wächst. Genau. Heißt, das liegt hier schon ziemlich lange. Das hier, oder? Sind so die ältesten Ablagerungen. Denk mal so, es ging ja hier Mitte der 90er Jahre los. Über einen kaputten Zaun kommen wir auf das Areal. Auch hier ist Schutzkleidung nötig. Michael Billig und unsere Reporterin verschaffen sich einen ersten Überblick auf der illegalen Halde. Wir entdecken einen geöffneten Kanister mit Warnhinweisen. Nach Einatmen betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen, für Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung, Atemstillstand, künstliche Beatmung. Das steht da drauf? Das steht da drauf. Aber das ist ja dann wahrscheinlich hochgiftiges Zeug, oder? Ja. Was auch immer da drin war, es ist gefährlich. Die komplette Dimension wird uns erst klar, als wir auf die Spitze der Halde steigen. Abfälle aus Chemikalien, Mineralstoffen und krebserregenden Stoffen türmen sich meterhoch. Hier liegt Müll auf einer Fläche so groß wie 10 Fußballfelder. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass sowas wie hier mitten in Deutschland existiert. In diesem Fall seit 27 Jahren. Denn vor 27 Jahren, im Jahr 1994, kam es zu ersten verbotenen Mülllieferungen. Das belegen amtliche Dokumente von damals, die uns vorliegen. Der zuständige Landkreis ordnete die sofortige Einstellung der Einlagerung von Altkunststoffen an. Denn die Deponie war nie genehmigt. Sie liegt in einer Trinkwasserschutzzone für die Stadt Rostock. Der Landkreis teilt uns auf Nachfrage mit. Die momentane Informationslage lässt ebenfalls keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung der Stadt Rostock erkennen. 1994 sah die Behörde das anders. Sie schrieb: Damit ist eine Gefährdung des Trinkwassers für die Stadt Rostock gegeben. Es ist erforderlich, die Fläche sofort von diesem Material zu räumen. Der Müll liegt bis heute hier. Die mutmaßlichen Betreiber längst abgetaucht. Hier ist halt weggeguckt worden. Die zuständige Behörde hat einfach nicht aufgepasst, hat das nicht ernst genommen. Und ist unerklärlich. Also, zumal die ja auch wussten, dass hier Abfälle liegen, ne? Und haben trotzdem nichts unternommen. Wie gefährlich die Abfälle sind, belegt ein aktuelles Gutachten. Grenzwerte bei Schadstoffen wie Blei, Quecksilber und PCB sind deutlich überschritten. Durch Regen können die Schadstoffe ausgewaschen werden und gelangen eben in die Umgebung. Werden von den Pflanzen aufgenommen und durch die Ernährung wird es dann von den Menschen aufgenommen. Und dann entfalten die womöglich im menschlichen Körper ihre toxische oder krebserregende Wirkung. Das Gutachten wurde von ihrer Behörde in Auftrag gegeben, Ines Liefke. Sie leitet das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, das inzwischen für den Fall zuständig ist. Im ersten Moment war ich fassungslos, einmal wegen der Menge des Mülls. Dann aufgrund dieser offensichtlich an den Tag gelegten kriminellen Energie, die hier Entsorgungsfirmen aufgebracht haben. Aber zum dritten war ich auch etwas fassungslos, wie man 20 Jahre lang es nicht geschafft hat, als Behörden, die vor uns tätig waren, hier das konsequent bis zum Ende durchzuziehen. Wie viel würde es denn kosten, diesen ganzen Müll hier zu entsorgen? Das Gutachten selbst hat ca. 61.000 Euro gekostet, Steuerzahlergeld. Und es sagt auch etwas aus über die Entsorgungskosten und wir rechnen mit bis zu 4 Millionen Euro. Und wer zahlt dafür? Der Steuerzahler auch? Ja, das wird so sein. Erstmal wird der Steuerzahler dafür aufkommen müssen. Sie sagt, ihre Behörde wolle den Müll zeitnah entfernen lassen. Was uns vor Ort auffällt, ein Großteil des Mülls kommt aus dem Ausland. Wir finden Tonnen an Gummiabfällen mit Schildern der Firma Dunlop aus Holland. Beim Verlassen der Deponie entdecken wir meterhohe Hügel am Grundstücksrand. Das hier sieht ja eigentlich aus wie Kiesberge, oder? Genau, das sieht auch recht harmlos aus. Wenn wir gleich näher drankommen, werden wir sehen, was es tatsächlich ist. Aus der Nähe wird klar, es sind Unmengen an klein geschredderten und schadstoffbelasteten Plastikabfällen. Wir laufen hier auf Tonnen geschredderten Kabeln. Ja, man sieht ja diese Stäube, die da hier auch freigesetzt werden, ne? Es ist halt relativ einfach, dass das Zeug verweht. Da drüben ist halt dann die Kleingartenanlage direkt. Die Schrebergartenanlage grenzt unmittelbar an die Deponie. Wir fragen bei den Kleingärtnern nach. Hallo. Stört Sie das? Oder gar? Stört mich das. Ja? Stört mich schon ewig. Machen Sie sich da auch Sorgen um die eigene Gesundheit? Das muss ich aber. Bis jetzt hat sich die Stadt ja noch nicht darum gekümmert, dass das mal behoben wird. Was sagen denn die anderen Leute in den Gärten dazu? Dass es eben scheiße ist hier, auf Deutsch gesagt. Wie finden Sie das? Unmöglich. Das ganze Ungeziefer und so, dass wir holen uns das hier alles ran. Und ich koche ja dadurch das Wasser jetzt erstmal alles ab.
weil ich Angst habe, dass da irgendwas drin ist. Wer steckt hinter der illegalen Müllhalde? Die mutmaßliche Betreiberfirma ist im Handelsregister gelistet. Michael Billig und unsere Reporterin fahren zu der Adresse. In diesem Gebäude soll der angebliche Firmensitz der Deponiebetreiber sein. Wir treffen niemanden an und fragen im Ort herum. Wir suchen hier eine Firma. Das kenne ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, das steht leer. Also haben noch nie jemanden gesehen? Nein, nein. Auch kein Firmenschild? Nein, nein. Also seitdem das Haus hier steht nicht. Und ich wohne seit 99 hier. Es handelt sich wohl um eine Scheinadresse. Nebenan entdecken wir eine Infotafel des örtlichen Anglervereins. Da ist eine Handynummer. Ich bin auf der Suche nach einer Firma, die sich bei Ihnen in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Also da war nie eine Firma. Garantiert nichts. Die haben da auch von der Sache her gar nicht gewohnt. Die kamen nur am Wochenende und ich weiß, dass das Hamburger Polen war, sozusagen. Hamburger Polen? Ja, er stammt aus Polen, der Eigentümer, und wohnt in Hamburg, hat da eine Firma. Wir recherchieren im Handelsregister die Adresse der Hamburger Firma. Am Klingelschild entdecken wir den Namen der mutmaßlichen Firmenchefin der illegalen Deponie. Keiner öffnet. Der Nachbar ist über unseren Besuch nicht verwundert. Und so eine Betrugsnummer, die vier, glaube ich, ne? Wir gehen seltsame Dinge vor sich. Hier stand auch schon mal Kriminalpolizei wegen dieser Geschichte. Also so sehr erschrocken bin ich jetzt nicht. Beim Verlassen des Hauses entdecken wir geöffnete Briefe. Hier ist ein Schreiben an die Firma aus Güstrow. Also liegt offen rum vom Amtsgericht Schleswig, eine Vollstreckung. Wir sind offenbar an der richtigen Adresse, aber es haben schon andere vor uns versucht, hier jemanden zu finden und Post zu stellen. Und die Firma, die haben sich offenbar wieder mal in Luft aufgelöst. Auch diese kriminellen Müllschieber sind untergetaucht. Für die Staatsanwaltschaft ist es schwierig, sie zur Verantwortung zu ziehen. Die Ermittlungen dauern an.